Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Anno 1404. Ich habe hier die Pläne für die nächste Baustufe. Es fehlt nur noch eure Zustimmung. Tu das! Sehr gut. Bei dem Auftrag heilige Pflicht. Kardinal Lucius sieht es als seine heilige Pflicht, als hoher Diener Gottes, sie auf ihre Verantwortung der Kirche gegenüber hinzuweisen. Seine Pflicht ist, uns an unsere Pflicht zu erinnern. Ein mächtiger Dom wäre das Mindeste, was eine Person ihrer Stellung leisten könnte. Cool, machen wir. Wir bauen schon dran. Die Arbeiter kommen gut voran. Und nachdem wir das gemacht haben, laden wir den Spielstand, wo wir Gott will es haben, und schlagen unsere Freunde jetzt kurz mal zusammen. Und danach holen wir uns angemessen, beschaffen 500.000 Goldmünzen und schlagen dann Lucius zusammen und gehen dann auf Marie d'Artois über. Gott sei so, Stein und Werkzeuge werden hier gefressen. Bisher gab es keine ernsthaften Unfälle auf der Baustelle. Es gibt nicht viel, was wir gerade machen müssen. Wir müssen unsere Stadt und sowas nicht ausbauen. Alles, was wir im Effekt gerade haben, ist... Was ist hier passiert? Oh. Ach so, das. Entweder wir dürfen bei... Das ist hier passiert. Wir haben drei Gesetzlosenstellungen hier. Was ist? Lass sie uns jetzt... Oh, absolut lasse ich euch nicht in meine Stadt. Eure Anweisung? Bringt mir mehr Leute. Wir marschieren los. Eins, zwei, eins, zwei. Wir marschieren los. Eins, zwei, eins, zwei. Artilleriert sie einfach komplett in Schutt und Asche. Ich wundere mich, warum sie die Position schon legt, dass sie an diesen Gesetzlosen. Drei Lager. Das ist sehr gut, weil wir 50 vernichten müssen. Und einfach nur verhindern, dass Lucius uns den Krieg erklärt. Komm zur Sache. Aber so, was nicht passiert, sind wir hier alle cool. Und geben einfach Schub. So. Euer Befehl. Ihr da. Kommt hier runter. Wir haben ja eine Aussage zu tätigen. Entweder wir dürfen bei euch leben. Das könnte ein bisschen schwierig werden, sich richtig zu positionieren. Wird aber schon gehen. So, wie geht's hier voran? Bereit? Dürfen wir nun bei euch bleiben? Oder sollen wir weiter? Wie lautet euer Befehl? Die nehmen gerade Schaden, nicht wahr? Ja, die ziehen sich zurück. Sind auf dem Weg. Und greifen wieder an. Attacke! Was ist? Aber dann können andere den Schaden nehmen. Mich hat's erwischt. So, bringt das hier rüber. Sind unterwegs. Sünder! Sünder! Euer Befehl. Okay, ist gut, Marie. Euer Befehl. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Nichts kann uns standhalten. Aufbruch! So. Bereit? Die Armee marschiert los. Wir sind Nein! Bereit. Ich habe euch einen Auftrag gegeben. Ich bin sicher, dein Volk schaut in Ehrfurcht auf zu dir. Das will ich hoffen. Für das Volk. Keine Waren mehr hier. Im Gleichschritt. Angetreten. So. Eins, zwei, eins, zwei. Eine Produktion. Wenn die sich hier aufgestellt haben, greift der hier an. Bereit. Und er kann nach dem Ding begleitet werden. Stellt keine Waren mehr hier. Attacke! Wir stehen zur Verfügung. Und ihr könnt danach aushelfen, aber die dürfen auf gar keinen Fall jemand Schaden fressen. Denn die Gesetzlosen haben ganz schön was reingesammelt. Was ist? Jetzt haben wir das Problem, die könnten möglicherweise Schaden kriegen bei der ganzen Aktion. Wir stehen zur Verfügung. Schub. Eine Position zum Angriff, Leute. So, denn die werden jetzt wahrscheinlich beschossen werden unterwegs. Entweder wir dürfen bei euch eure Anweisung. Ja, sehen wir, die kriegen direkt aufs Maul. Was ist zu tun? Wie lautet Vorbeiziehen einfach, da werden die beschossen. Nichts kann uns standhalten. Aber das wird sie nicht retten. Wie lautet euer Befehl? So. Hier auf der Baustelle geht es gut voran. Der Dom soll arbeiten. Hoffnung hat nicht zufällig was Cooles für uns. Die Wichtigkeit dieses Auftrags. Hat er nicht. Irgendwas, was den Dom beschleunigen würde. Die Akademie wäre gut dafür, aber da kommen wir gerade nicht dran. Ach ja, übrigens, hier. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her.
Dürfen wir nun bei euch bleiben? Oder sollen wir... Oh, gut. Hingeharnischte Ritter, sind wir wehrlos. Vernichtet den Feind! Vernichtet den Feind! Macht sie nieder! Vernichtet den Moscht Feind! Sie! So, wenn wir jetzt da reingucken... Entweder wir dürfen bei euch leben... Der saugt den Schaden auf. Gut. Alle freuen sich hier. Lucius, wir sind noch cool, oder? Ja. Seid unbesorgt. Alle sind mit Eifer bei der Arbeit. Unsere Vorräte, wir sind die bei der Arbeit. In einem guten Zustand, mehr brauchen wir von denen nicht. Alle sind drin. Die sind alle drin, gut. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Wo geht unser ganzes Geld hin? Ein bisschen... Ihr müsst sehr fromm sein, wenn Gott euch dermaßen über andere stellt. Ich bin so fromm, ich schlachte gerade die Arme ab. Wenn nicht wir. Wann? Wenn nicht jetzt. Weißt du, ein andermal. Nicht jetzt, aber ein andermal. Wenn das euer letztes Wort ist? Denn jetzt bauen wir gerade den Dom. Wir bauen den später für dich nochmal. Aber nicht jetzt. Übrigens, das war eine Aussage, die man in der Bar wahrscheinlich auch nicht so häufig hört. Wer, wenn nicht wir? Und wann, wenn nicht jetzt? Ich glaube, das war Maries Art und Weise zu flirten. Ihre Art und Weise zu flirten besteht aber zum Großteil aus Gewalt. Die Armee marschiert los. Was ist? Und ich kann nicht sagen, dass ich abgeneigt bin. Also nochmal. Hallöchen maximal. Und übrigens, vielen Dank für den Follow, Thorstensen. Ich hab's direkt versucht, angliziert auszusprechen. Die Ritter sind bewegt, aber mein Dank für den Follow von vor 3 Stunden. Fanfaren soll Dommi das Mommi. Dommi Mommi, Marie d'Artois. Unser Johanna von Orléans-Verschnitt. Dürfen wir nun bei euch bleiben? Oder sollen wir weiter Ich meine, nennt mich einen Simp, wenn ihr müsst. Aber wahrscheinlich für Johanna von Orléans werde ich wahrscheinlich schon die ein oder anderen tausend Engländer abgeschlachtet. Wer hätte das nicht, sind wir ehrlich. Wenn da jemand zu... Wenn da so eine Frau zu euch kommt und das Lilienbanner in der Hand führt, wer kann dann Nein sagen, sind wir ehrlich. Mit Gottes Hilfe werden die Arbeiter diesen Bauabschnitt fertiggestellt haben. Ach ja, den Auftrag machen wir doch gerade, oder? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Genau, den Auftrag machen wir gerade. Dann sollten wir ihn noch machen. Ein Rohstoffvorkommen ist... Wir kriegen ein großes Handelsschiff. Habe ich das gestattet, Spiel? Grabt tiefer. Oh. Wir haben Seppert die 100.000 Goldmünzen, die Erneuerung der Rohstoffvorkommen ausgegeben. Auf Erfolg, grabt tiefer. Absicht. Wir stehen zur Verfügung. Euer Turnier war seit langem das Beste und Unterhaltsamste, was ich gesehen habe. Das erfreut mich. Damit hatte ich ja gar nicht gerechnet. Wir marschieren los. Und das ganz ohne mein Zutun. So, die können jetzt kurz mal aus der Wüste zurückkommen. Der Name des Erfolgs passt wirklich in den Kontext. Wir sind unterwegs. Bereit? Kurz mal nebenbei mitgenommen. Nichts kann uns standhalten. Die Armee marschiert los. Natürlich finden wir die Person nicht hier. Wo ist die letzte Insel? Da. Ich würde sagen, die unten können noch eine Kanone gebrauchen. Angetreten. Wir sind dann haben wir hier keine Armee, die arbeiten kann. Hier oben haben wir dann 3 große Armeen und ganz viel Artillerie. Und die Mineure, die theoretisch ganz lustig sein könnten. Und jetzt können wir wieder Schub geben. Mit Gottes Hilfe werden die Arbeiter diesen Bauabschnitt bald fertig. Ja, das braucht ein Jahrtausend.
Ich wünschte, wir hätten die Akademie direkt am Anfang mitgenommen. Das hatte ich nicht mitberechnet. Merken wir uns aber, ihr beschleunigt den Bau von Momentenschiffen und Armeniansiedlungen. Gelegentlich werden Items erschaffen. Merken wir uns aber, sollten wir, sobald wir die Karte, sobald den Erfolg des Emirats und den Erfolg, eigentlich, wir haben noch keine Zeit. Wie hieß der? Sag. Der Erfolg war der Aufbauerfolg. Doch, wir haben doch keine Zeit. War ja doch. Also, sobald wir diese beiden Erfolge angehen wollen, brauchen wir die Akademie. Die Monumentsbeschleunigung ist das, was wir gebrauchen können. Sie haben einen Schatz gehoben. Bringen wir mal zurück, holen das Handelsschiff. Gib Gummifortsetzung. Euer Beistand in dieser Angelegenheit wäre... Nein. Ich war wohl zu voreilig. Ja, warst du. Aufträge für dich zu machen, macht Lucius wütend. Und das können wir gerade nicht gebrauchen. Wo wir schon davon reden. Einmal kurz Quicksave drücken. Spiel gesichert. Es ist also meine eiserne Strenge, die ihr schätzt. Was seid ihr nur für ein Narr? Okay, gut. Wir müssen es nicht. Aber ich will trotzdem eine Pufferzone aufgebaut kriegen. Wir hätten uns mit dem Schleim zufrieden geben müssen. Aber gut, einfach den Dom hochprügeln und gut ist. Wir müssen mehr Werkzeug dafür beschaffen. Wobei ich nicht das Gefühl habe, dass das Werkzeug unser Problem ist, dass es ausgehen würde. Das Problem ist eher, dass es Ewigkeiten dauert, bis die Sachen verarbeitet sind. Und deswegen hatte ich die leichte Hoffnung, dass wir vielleicht irgendwelche guten Sachen kriegen könnten. Die rechte Hand Gottes. Das muss reichen. Ein sündhafter Gedanke, den ihr mir da einflüstert. Seid unbesorgt. Alle sind mit Eifer bei der Arbeit. Denn wir haben nicht wirklich das Problem, dass uns das Material ausgeht. Also nicht so explizit. Haben wir hier Eisen rumliegen? Haben wir. Wir brauchen die Waffenproduktion gerade gar nicht. Legt sie still. Baut stattdessen zwei neue Werkzeugschmieden. Habt ihr eure Pflicht erfüllt und den Auftrag ausgeführt? Seid bedankt für eure tatkräftige Unterstützung. Verblüffend, wie schnell ihr lernt. Und es hat noch einen Bonus gegeben. Ab Handelspartner kann man Northburg-Bonusse, Boni bekommen, wenn man für Lucius Sachen macht. Kann man Lucius Boni bekommen, wenn man für Northburg Sachen macht? Er hasst einen trotzdem, wenn man irgendwas für den Orient tut. Da ist er unglücklich drüber. Theoretisch könnten wir das Ganze hier einreißen, um mehr Geld zu bekommen, aber warum sollten wir uns die Mühe machen? Es gibt uns immer noch nebenbei Geld. Durch den Verkauf. Von wie viel verkaufen wir pro Verkauf? Verkaufszug? 6 und 15 Tonnen, das ist eigentlich ganz gut. Nun gut, was lässt sich noch so alles machen, während wir die Zeit hier totschlagen? Hier auf der Baustelle geht es gut voran. Denn das ist alles, was wir gerade gewissermaßen machen können. Den Dom hier ausbauen. Anpassen müssen wir gerade nichts, zumal alles, was wir jetzt gerade bauen werden, sowieso weg sein wird, sobald wir den nächsten Erfolg machen gehen. Und dass er sowieso nicht der Spielstand ist, den wir behalten werden für später. Der Spielstand, den wir behalten werden für später, ist der Spielstand angemessen. Ach, wann war Lucius denn nicht ein bisschen mit Doppelmoral verzogen? Ich glaube, das ist einfach nur, weil das Gameplay es erfordert. Er hat seine eigene Siedlung, aber er hasst alle Leute, die da drin wohnen. Er benutzt die einfach nur. Okay, wir müssen eigentlich mit Lucius gar nicht handeln im Moment. Noch konnte ich keine erscheinen. Hast du schon einmal über ein Bündnis nachgedacht? Habe ich, aber noch nicht. Schade, dass du ablehnst.
Lucius wird wütend werden und wenn er wütend wird, dann habe ich keinen, ob nicht einen Auftrag irgendwann zurückzieht, ohne jeden Grund. Ich riskiere nichts. Das Bündnis mit Helena Flor ist das letzte, das wir eingehen werden, weil Marie Dator einen Auftrag hat, der von uns erfordert, ein Bündnis mit jemand anderem zu schließen. Und ich glaube, bei Marie müssen wir das Roulette immer machen? Nicht unbedingt. Noch ist nichts entschieden. Doch ist es. Geh weg. Wir müssen das Roulette mit ihr machen, bis wir ihren ersten Auftrag bekommen. Und bis wir... Zwei Mitspieler lösen ihr Handelsabkommen. Ja, das Übliche. Und das Roulette machen, bis wir dann ihren zweiten Auftrag kriegen. Oder machen wir es nur so fest, dass wir auf zwei separate Spielstände hinarbeiten. Gott sei's gedankt. Kein Wunder, unser Geldchen ist. Das Fundament kostet Ewigkeiten. Und es wird immer teurer. Der finale Dom kostet 1000 Unterhalt. Können wir irgendwelche weiteren Sachen noch bauen, die schön nützlich wären für uns? Erhöht den Schaden. Die Hilfsflotte Venedigs. Warum nicht? Warum sollten wir es nicht tun, nicht wahr? Hier große Kaufmannskommen. Wer hätte die nicht gerne? Außerdem müssen wir sowieso neu machen, sobald der Dom steht. Mit Gottes Hilfe werden die Arbeiter diesen Bauabschnitt bald fertiggestellt haben. Nun, das wird ein Weilchen dauern. Eine Produktion. Können wir irgendwelche anderen lustigen Sachen in der Zwischenzeit machen? Schön, dass du da bist. Wisst ihr? Vielleicht sollten wir es tun. Das Bündnis mit Helena eingehen. Einer ihrer Betriebe oder mit Marie. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren. Und einfach schon auf Wirtschaft auf. Es gibt keinen Zweifel an meiner Bestimmung. Wer bin ich denn, Gottes Willen in Frage zu stellen? Der Lahme kann wieder gehen. Es ist ein Zeichen des... Dass ihr am Grabe unseres Herrn beten durftet. Der Lahme kann... Entscheidet euch. Ihr habt recht getan. Was, wenn wir das tun? Der Lahme kann wieder... Vielleicht kriegen wir einen Auftrag. Hierbei auf euch zählen. Eskortieren Sie ein Schiff. Ja, wir können Norfolk ausschalten. Sehr gut. Diebe werden sie genannt, arme Seelen sind es in Lord Northbrooks Augen. Waisenkinder, die für ihr Überleben stehlen, er will sie vor dem Kerker schützen. Hier, die große Flotte macht das. Jetzt haben wir einen Escort-Auftrag von Northbrook direkt gekriegt. Also, wir lassen das Bündnis mit Marie Dator jetzt laufen. Und vielleicht gibt sie uns einen guten Auftrag, während wir den Dom bauen. So können wir die Zeit nebenbei vielleicht möglich nutzen. Aber wenn sie uns keinen guten Auftrag gibt, dann ist das in Ordnung. Euer Handeln entfernt euch von Gott. Was kann ich dem Kaiser... Nimm Geld. Welch Anmaßung? Zur Kenntnis genommen. Dann halt nicht. Mit Gottes Hilfe. So, aber dann werden wir hier sowieso schon warten müssen. Bald fertiggestellt haben. Und natürlich kriegen wir jetzt hier so einen schönen Auftrag, den wir stilllegen könnten. Was gewissermaßen garantiert, dass der nächste Auftrag von Marie Dator kommen muss, wenn wir Benedikte ausschalten. Kommet, ihr Gläubigen. Das wären 18 Minuten. Oder, den Herrn. Ich habe keine Zeit, Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist. Aber gehen wir mal davon aus, dass... dann etwas, was kommt mit dir, wir können schon mal abbrechen. Die Verbindung zu einem neutralen Gebäude ist abgebrochen. Wen interessiert's? Oh! Ihr verrichtet Gottes Werk. Wie nett! Ihr seid so schizophren! Ihr hasst Lucius! Können beschleunigen, aber hier.
So machen wir das. Wir können es manuell machen. Denn es, wir haben nichts anderes zu tun. Der nächste Auftrag kann nur von Marita Tor jetzt kommen. Es sei denn, also hier rastet wieder aus und will schon eine Elternmannschaft irgendwie an uns geben. Aber ich glaube, das funktioniert über unterschiedliche Slots. Die Zeit vergeht aber nicht so schnell, wie ich gerne hätte. Und irgendwie verstand die Ingame-Zeit auch nicht mit der... Wie viel war die Geschwindigkeit? Mit der Beschleunigungsgeschwindigkeit zu arbeiten. Ich weiß nicht warum. Was ungewöhnlich denn eigentlich, ist das so? Sehen die Sekunden sehen normal lang aus. Haben das mit der History Edition bearbeitet, damit wirklich nur die... Damit die Ingame-Zeit unabhängig ist von dem ganzen Ankram? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ach, die haben es, Lulcius. Und zieht er hier rüber. Bunkert das. Stellt Northburg damit still. Und wir haben jetzt die Ewigkeiten Zeit. Na dann. Bis zum nächsten Mal. Wo waren hier noch welche? Welche Gesetzlosen habe ich übersehen? Haben wir noch ein, wir haben irgendwo, müssen irgendwo ein Gesetzlosenlager übersehen haben. Ha. Ich habe keine Ahnung, wo wir noch jemanden übersehen hatten. Worum geht es? Aber gut, wie dem sei. Seid unbesorgt. Okay. Der nächste Abschnitt ist gleich fertig. Das bedeutet, es muss nur der allerletzte gemacht werden. Und der braucht 270 Tonnen Glas, 27 Tonnen Werkzeug. Aber das ist also ja gar kein Problem. Bravo. Man sollte sich deine Taten zum Vorbild nehmen. Helena, du bist lieb. Das weiß ich zu schätzen. Die Rüstungen sind verbeult und eines der Rösser lahmt. Ein Turnier kann jetzt nicht stattfinden. Ein Jammer. Oh nein. Sobald der Dom steht, kann auch ein anderer kann natürlich der Kaiser auftauchen und Aufträge vergeben. Das müssen wir bedenken. Sobald wir Marita Thors Aufträge erfüllen, taucht der Kaiser auf und will auch Sachen vergeben. Also dann müssten wir den theoretisch neutralisieren oder den Dom einstampfen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Gibt es irgendwelche spezifischen Kaiseraufträge, die wir brauchen? Die Wege des Herrn sind unergründlich. Hast du gerade irgendwas gesagt? Euer Eintreffen ist ein Zeichen. Hauptsächlich wahrscheinlich, weil wir stärker sind als die. Also, das ist nicht Aufbau, das ist Diplomatie. Der Staat bin ich. Haben wir schon alle? Haben wir schon? Wann haben wir da? Wann und wie haben wir das geschafft? Sultan anstelle des Sultans ist natürlich eine andere Sache, die fehlt noch. Dafür müssen wir noch die Sultansaufträge machen. Ist das Teil des goldenen Schiffs? Ich glaube nicht. Nein. Unter Druck arbeite ich am besten ist für dieses Szenario, ist das Inkognito-Szenario. Den Erfolg will ich bei Zeiten nachholen oder nochmal machen. Denn wir hatten es geschafft, aber hat nicht gezählt, weil der Erfolg verbuggt ist. So. Das hier, die letzten 200
241 Stunden, ja. Die letzten 259 Stunden kriegen wir noch zusammen. Ich musste kurz realisieren, dass es nicht 2,4 Stunden oder so stand. Den Großteil haben wir geschafft. Das Einzige ist, der Dombau geht schneller voran, als ich dachte. Ich bin stolz auf euch. Ich habe hier die Pläne für die nächste Baustufe. Es fehlt nur noch eure Zustimmung. Tut sie nicht. Gib Gummi. Großartig. Gib Gummi, Northburg. Oh nein, ich schätze, wir haben den Beweis verlegt, dass wir die Waisenkinder gerettet haben. Ich habe eine wichtige Sache zu erledigen. Könntet ihr mir dabei zur Hand gehen? Also hier fragt nicht länger. Nun gut, wenn also hier schon nicht mehr länger am Fragen ist. Ich schätze, dann müssen wir wohl. Also hier ist Teppichknüpfe erzeugt, die Ilsen Teppiche. Neuerdings überschwemmt profitgierige Händler mit billigen Nachahmungen den Markt. Liefern sie Qualitätsware aus, bevor die Bewohner der anderen Inseln mit schlechter Qualität. Aber ungeachtet dessen, das ist nicht der 18-Minuten-Timer. Das heißt, der funktioniert über einen separaten Slot. Ein Turnier würde das Volk gut unterhalten. Stimme ich zu. Wird euch für ein solches Spektakel hochleben lassen. Oder ein... Sekunde. Wir haben noch ein paar Bonusfolgen dazu. Oder ein bis zwei Hardcore-Kampagnen der Anno-Version. Hardcore-Kampagnen? Also die Kampagne haben wir auf... haben wir auch komplett gemacht. Sonst hätten wir das Kaiserporträt ja nicht. Die hatten wir komplett auf YouTube. Das ist natürlich schon ein paar Jährchen her, dass wir uns das auf YouTube angetan haben. Da haben wir uns nämlich den Wächter des Reiches abgeholt. Ach, wie bei Siedler. So meinst du das? Oh nein. Spielgesicht. Die macht ein Remake und macht das noch schwieriger. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob man es schwieriger machen könnte bei Anno. Da wäre ich mir nicht sicher, was man dran ändern könnte. Gott sei's gedankt. Bisher gab es. Denn man hat immer nur sehr, sehr eingeschränkte Möglichkeiten, was die Kampagne angeht. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Aber ich glaube, Bonusfolgen werden wir noch so ein paar kriegen. Wenn wir wortwörtlich nur neu auswürfeln müssen, was für Quests wir kriegen. Euer Turnier war seit langem das Beste. Großartige Idee. Und das ganz ohne mein Zug. Turniere sind super. Komm zur Sache. Wir können sie nicht zu häufig machen. Ich habe eure aber sie sind super. In einer Vision gesehen. Hast du das? Ist das wahr? Er spricht auch zu euch? Natürlich. Danke, Shukran. Meistens trash-talkt er mich. Ihr habt dem einen großen Dienst erwiesen. Signore Garibaldi. Ohne eure Hilfe kann ich diesen wichtigen Auftrag nicht erfüllen. Schub! 60% Geschwindigkeit! Die Fortsetzung fliegt über das Wasser. Auf der regulären Geschwindigkeit. Das Schiff fliegt wirklich einfach über das Wasser. Niu! Ah ja. Gott spricht auch zu uns. Meistens zeigt er uns dabei den Mittelfinger. Das Ergebnis entspricht ganz. Er ist nicht wirklich für uns. Meistens. Einer ihrer Betriebe stellt keine. Die Arbeiter kommen gut voran. Alles läuft bestens. Gut. Baut den Dom. Dann können wir den nächsten Spielstand laden, unsere Freunde, unsere Nachbarn Eine zusammenschlagen. Kommt zum Erliegen. Was mich traurig machen wird. Wiegt euch nur in Sicherheit. Geh weg. Danke. Ihr habt dem Kaiserreich einen großen Dienst erwiesen. Und hier rüber. So, während das alles getan wird, können wir unsere Erfolge abchecken. Genau, das fehlt. Das werde ich vielleicht sogar im Streamer nachholen. Oder neu machen. Das ist letztlich gewesen. Lucius hat das Bündnis letztes Mal aufgelöst. Dies wäre der rechte Zeitpunkt, um zu beichten. Nein. Lucius hat das Bündnis letztes Mal aufgelöst, aber das hat er erst gemacht, nachdem wir den Auftrag bekommen hatten. Eine Rohstoffquelle. Das war ja die Sache mit deinem Vorschlag mit der... Das war eine ganze Menge Geld. Das war mit dem Vorschlag mit der Bulle. Wo wir die Bulle ja so perfekt getimt haben, dass wir einen Auftrag von Lucius bekommen haben. Und nachdem die Bulle ausgelaufen ist, ist das Bündnis durchgebrochen. Aber da wir den Auftrag ja gekriegt haben, spielt es ja keine Rolle.
Also ja, wir haben keine Bulle mehr. Keine, auch kein Bündnis mehr. So, also. Wieso gebe ich übrigens gerade nicht Schub? Muss immer Schub gegeben werden, wenn wir durch die Menüs durchgucken. Danke, Shukran. Oh, wir haben also hier Auftrag erfüllt, stimmt. Lucius ist pissig. Ein gefährliches Spiel, das ihr da treibt. Ich konnte nicht ablehnen. Ich hatte wortwörtlich nicht die Option abzulehnen, Lucius. Ich kann nichts dafür. Also. Reife Leistung wird natürlich auch lustig. 50 gegnerische Bergfriede. Am besten müssten wir dafür ein Spiel schon anlegen, bevor wir einen Bergfried zerstören und den dann immer und immer wieder zerstören. Tyrannei böser Männer, das werden wir nebenbei machen. Zum Beispiel werden wir heute wohl Fieberwahn und trügerische Schönheit. Nein. Fieberwahn und Demu. Nein. Fieberwahn. Landadel. Fieberwahn und Landadel werden wir heute schaffen. Vielleicht werden wir sogar Wolf im Talar machen. Gesetzt im Fall, wir kriegen die beiden anderen Aufträge schon vorher hin. Gepflegtes Gemetzel, da müssen wir Trutzburgen einfach zusammenprügeln. Diese Feinde ein bisschen besiegen. Wieso sind wir bei 0 von 10? Bei Giovanni di Mercante. So war es vorher bestimmt. Weil wir Giovanni di Mercante nicht... Doch, wir hatten Giovanni di Mercante im Imperium, Imperator-Szenario. Und da haben wir ihn zusammengeschlagen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Jeden von denen werden wir 10-mal zusammenschlagen. Klar. Wir sind schon bei 10 von 50 Lager der Gesetzlosen. Das ist gut. Wir hatten Schiffe vernichtet ohne Ende. Problematiken, die ich eher sehe, ist das hier. In einer Partie jede der Truppengattung 10-mal zerstören. Ich frage mich, ob es im Multiplayer geht. Wenn ja, muss ich Phönix dafür versklaven. So, wir müssen noch 6 gegnerische Gebäude zerstören. Dann haben wir verbrannte Erde. 21 Kontore einnehmen, das kriegen wir schon hin. Gegnerische Armeen zerstören ist natürlich ein Umstand. 25 Wehrtürme auf einer Insel.